ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Wochenendbotschaft. Wir schauen in die fast jetzt Mitte des Monats, in August. Und ja, ich habe hier schon das Gefühl, dass es am Wochenende nochmal viel etwas an die Oberfläche kommt. Und irgendetwas Überraschendes, Neues kommt oder möchte in dein Leben kommen. Und es kommt zur Bewegung hinein, was in Stillstand geraten ist bei dir. Das kann jetzt Liebe sein, Beruf, Freundschaft, irgendetwas ist brachgelegen. Oh ja. Uiuiui. Okay, der Turm wird gekattet. Also hier hält jemand vielleicht nicht mehr fest. Das ist das, was ich hereinbekomme. Du hältst nicht mehr fest an einen Alten oder an etwas Altem. Irgendetwas wird abrupt, der Turm fällt, höre ich gerade. Der Turm wird fallen. Dazu kommt man diese Karte, Moment, in den Sinn. Zeige sie euch. Ich hoffe, ich finde sie gleich. Und meistens ist sie dann irgendwo die letzte Karte. Oh ja. So. Moment. Ja, wahrscheinlich ist es die letzte, ne? Das ist immer so, nicht fast. So, beim letzten Drittel war es aber. Hier hält jemand noch am Turm fest. Hier kann nichts mehr am Turm festgehalten werden. Also das heißt, hier fällt der Turm. Du kannst tun, was du willst, ja? Hier wird etwas gekartet. Also etwas, was du gerne festhalten hättest wollen, funktioniert nicht mehr, zumindest nicht mehr am Wochenende. Also entweder machst du das bewusst oder das Universum macht etwas, einen abrupten Schnitt. Wo macht ihr denn einen abrupten Schnitt? Wo kommt ein abrupter Schnitt? Der kommt schicksalhaft. Ich höre hier auch die Götter und das Universum hier zu euch sprechen. Ihr habt schon lange genug gelitten. Okay, ja, die Sense steht ja auch für Schmerz, ne? Für ein einschneidendes Erlebnis. Viele große Firmen werden einstürzen oder stürzen jetzt ein. Ups. Das sind zu viele. Aber es geht gut aus, denn der Blumenstrauß hat sich leicht umgedreht. Was ist da? Ja. Ja, es geht in den Verlust, ne? Also hier wird etwas gecuttet vom Universum, was dir anscheinend schon längere Zeit Schmerzen bereitet. Bei einigen kann es tatsächlich etwas mit Berufung zu tun haben. Vielleicht geht das ab jetzt bis September, Oktober, ja, Oktober nehme ich wahr, September, Oktober. In Oktober, spätestens im Oktober hast du dich transformiert. Ja, also jetzt kann sein, dass du noch ein bisschen in dieser Verlustangst drinnen bist und vielleicht nicht ohne Grund habe ich euch diese Karte gezeigt, wo ihr irgendetwas noch festhalten möchtet oder wollt. Leg sie zum Turm dazu. Aber ihr lässt los und das Universum sagt auch, ihr müsst loslassen. So, wow, da ist eine, hat sich umgeknallt. Oh ja, okay. Die Lilien, also hier geht es auch um Gerechtigkeit, ja, also hier Blockaden. Irgendetwas, was stagniert hat, was dich blockiert hat, wo du nicht vorwärts gekommen bist in deinem Leben. Also was, wo etwas brachgelegen war. Das können auch Familienthemen sein. Das kann auch eine Firma sein, wo du dich so wohl gefühlt hast wie in einer Familie. Also dieses Wochenende wird spannend, meine Lieben. So eine Karte hätte ich gerne noch. Oh. Wow, ich habe intuitiv gefragt, wohin geht die Reise und das könnt ihr euch freuen. Es kommt ein neuer Vertrag auf euch zu, was euch glücklich machen wird. Ja, also etwas Neues, etwas Stabiles,
ist auf dem Weg zu euch, aber ihr müsst das loslassen, sagt das Universum. Also hier ist eindeutig ein Loslösprozess in zumindest die ersten paar Tage an diesem Wochenende. Wenn du das Donnerstag schon anhörst, dann kann es sein Freitag, Samstagvormittag, ja, bist du in dieser transformierenden Energie drinnen. Und irgendetwas fängt an diesen Wochen. Das muss ja noch gar nicht sein, dass sich das jetzt auch zeigt. Das ist das, was ich spüre, dass es vielleicht im Verborgenen noch ist, was das Universum für dich plant. Ja? Vielleicht ist es auch wichtig, dass du hier vorbereitet bist, ja? Damit du weißt, aha, das Universum hat etwas mit mir vor, etwas geht in den Verlust, damit etwas Besseres, etwas Schöneres kommen kann. Ja? Neugier, Abenteuer, eine neue Tür öffnet sich, etwas Neues wird sich bei dir öffnen. Und da sind viele, ich nehme aber jetzt nur die erste und zeige euch, ja, geheimnisvolle Düfte, Elfen und Feen und Zwerge und schwarze Magie aufheben. Ja, das kann schon sein. Also hier hat sich jemand anscheinend verzettelt, aber es wird transformiert, ne? Und irgendetwas Geheimnisvolles. Also wie gesagt, ihr müsst es jetzt schon wissen, dass irgendetwas geplant wird. Das Universum plant einen Verlust und dieser Verlust tut euch aber insgesamt gut. Denn du hast erkenne dich selber, hier geht es ums Reflektieren. Du sollst dich reflektieren, dein inneres Kind sollst du reflektieren. Und dann hast du in den dunklen, mystischen Wäldern deiner Heimat hauchten einst Elfen und Feen den germanischen Seherinnen Bilder des Schicksals ein. Aus ihrem Munde drangen Mahnungen der Ahnen, nicht in die Selbstüberhebung zu verfallen und die Eigenverantwortung für jegliches Tun zu übernehmen. Also hier geht es am Wochenende, dass jemand mal nicht jemand dir die Schuld in die Schuhe schieben kann oder du jemanden in die Schuhe schieben kannst. So quasi du bist schuld, du warst das und das funktioniert nicht mehr. Und auch umgekehrt, wenn deine Familienmitglieder sagen, hey, du warst schuld, du hast das ja nicht gemacht, dann sagst du mal, Moment, mein Freundchen, du reflektierst bitte deines und ich werde meines reflektieren. Also du, hier wird etwas in die Klärung oder hier kommt etwas in die Klärung. Denn jede Ausrede und Schuldzuweisungen an dein Umfeld über dein angeblich so schweres Schicksal wird dich schwächen. Erkenne dich selbst, dann wirst du deine Bürde niemals mit einem anderen tauschen wollen. Ja, ja, das glaube ich auch. Ne? Also viele sagen oft, hey, ich möchte so sein wie du. Nee, ich glaube nicht, dass ihr so sein wollt wie ich oder wie jemand anderes, weil ihr wisst nicht, welchen Weg diese Personen hinter sich legen mussten, damit sie so sind, wie sie jetzt sind. Denn jedes Ereignis prägt einen Menschen. Das ist einfach so. Dich genauso. Dann hast du einen Satz bekommen, ich erkenne mich selbst. Vielleicht zündest du eine Kerze an. Und reflektierst mal, wo du überall anderen Schuld zugestanden hast, beziehungsweise Schuld gegeben hast für etwas, wo du dir vielleicht gar nicht hundertprozentig sicher warst. Und wenn, selbst dann, wenn du dir sicher warst, Schuldzuweisungen helfen niemandem weiter. Aber hier ist ganz viel Neubeginn, Neuanfang. Wir haben viele runde Zahlen, wenn ich mir hier das so anschaue. Wir haben die 8, wir haben die 2, also die 30, die 10, die 10. Also es ist zweimal die 10 dabei. Also sehr spannend. Also hier könnte wirklich ein Neubeginn stattfinden, denn ich bin glücklich wie noch nie. Kieselsteine sind das Gedächtnis der Erde. Sie speichern alles Leben seit Millionen von Jahren in ihren Kern. Ist die unsichtbare Energie des Weltalls gebündelt? Ich glaube, ich meine, diese Karte ist schon mal gefallen. Diese edlen Kostbarkeiten wecken die Urenergie, die tief in deiner Seele verborgen liegt. Die, wie schon im Märchen Hänsel und Gretel erzählen, weist ihr Glanz im Mondschein den Weg nach Hause. Zu deinem Selbst, dem Inneren deines Herzens und deiner Wünsche.
Vielleicht sammelst du auf deinen Wegesrand, wenn du spazieren gehst, mal eher einfach nur mal Steine ein, ja? Ich mache oft so Fotos und gebe es auf WhatsApp, auf Status oder auf Instagram, so die Dinge, dass man achtsamer mal durchs Leben marschieren soll und vielleicht Dinge sieht, die man vielleicht sonst nicht sieht. Also am Wochenende solltest du dich vielleicht mal darauf besinnen, auf eine Reise zu gehen, wo du die Boten findest. Ja, hier, ich glaube, vor ein paar Tagen war mein Kind, dass es Geld gefunden hat. Ne? Also auch das kann sein, dass du Geld findest. Ja? Oder Federn, Steine, die dich anleuchten. Dann sind das alles Symbole, Botschaften, die das Universum sucht, um dir mitzuteilen. Du bist gerade auf einem Höhenflug. Das mag für andere bedrohlich sein. Ja, das kann sein. Das passt jemand nicht, dass es dir gut geht. Ja? Du hast deine Verträge, du fühlst dich glücklich, du fühlst dich eins. Weil wir haben das Glück hier, wir haben das Glück da. Also es wird insgesamt ein glückliches Wochenende. Und du fühlst dich auch total gut, gut in deiner Mitte ausgeräumt. Vielleicht ist das auch ein Ausmisten. Ja, vielleicht reinigst du dein Zuhause. Auch das kann sein. Ja, dass du dein Zuhause ausräucherst oder du trennst dich bewusst von Möbelstücken oder von Deko oder von Kleidung, ja. Also das ist eine Befreiung oder dass du dich befreist. Denn die anderen lassen sich bald durch dein Beispiel inspirieren. Also komm nicht runter, die Menschen werden dir folgen. Das kann sein, dass am Wochenende, dass dich jemand anspringt und sagt, hey, wow, was hast du gemacht? Du strahlst richtig von innen nach außen. Sei voller Positivität und Vertrauen, denn es erscheint etwas Gutes, Neues, allerdings ist es für dich noch nicht sichtbar. Ja, das sehe ich auch so. Das Universum hat etwas Neues mit dir vor. Und dafür wirst du vorbereitet und deshalb muss auch das Alte gehen, ganz klar. Oh, wie schön. Eine neue Romanze steht vor der Tür, sei es mit jemandem Neuem oder durch Wiederentfachen deiner Leidenschaft in deiner existierenden Beziehung. Sei bereit, Liebe zu geben und zu empfangen. Also hier wirst du sehr feinfühlig sein an diesem Wochenende, vielleicht auch sehr mitfühlend an diesem Wochenende. Vielleicht bist du auch sehr nachdenklich, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht überlegst du dir schon längere Zeit, was dich glücklich machen könnte, was dir gut tut, was du vielleicht als kleines Kind schon gerne gemacht hast. Und Familiensituationen spüre ich hier, bringst du in die Heilung. So, eine Karte. Dankeschön. Ja, auf dem Meer. Vielleicht möchtest du auch deine Ruhe haben am Wochenende. Ja, zum Ausmisten vielleicht oder vielleicht für etwas anderes. Und ausruhen. Ja, die Karten. Ich liebe sie. Ja, du sollst an diesem Wochenende ausruhen, dir Gedanken machen, überlegen, was möchtest du ausmisten, wie möchtest du es ausmisten, was möchtest du transformieren. Also ein ruhiger, aber sehr im Geiste sehr aktives Arbeiten. Das ist das, was ich hier spüre. So, und jetzt schauen wir bei dir, welche Botschaft erhaltest du. Ich sehe das Leuchten. Mal schauen, ob ich es erwischen tue. So. Ui, die hatten wir noch nicht. Die Heiterkeit des Sinnes belohnt der Augenblick selbst. Kleine Ungewissheiten und Erwartungen sind die Freude des Lebens. Ja, in jedem Ungewissen, ja, wenn dich ungewiss, wenn du dir vielleicht noch nicht ganz sicher bist, dann könnte es sein, dass du hier sehr, sehr stark überrascht wirst und manches Mal können das auch positive Überraschungen sein, die in dein Leben kommen möchten oder auch wollen. Ruhe dich aus, erhole dich. Und ich wünsche dir schon ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit deiner Entspannung. Alles Liebe, alles Gute, ein schönes Wochenende. Baba, tschüss.